Mich widert es ehrlich gesagt an, wenn man gerade ältere Sportler hat, also die vielleicht 31, 32 sind, die schon so unendlich viel Geld in ihrem Leben Das ist verdient der haben. entscheidende Punkt, ne? Unendlich viel Geld. Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich Milliardär, oder? Er ist Milliardär und er sagt trotzdem, hey, ich nehme das nochmal mit. Und es ist mir völlig egal, in was für eine Liga ich spiele, was das mit meinem Ruf macht, ob das meine Integrität als Sportler in irgendeiner Weise tangiert. Ich nehme das Geld einfach mit. Und es ist das Gleiche bei Neymar. Es ist jetzt Was bei ist mit Jordan Henderson? Jordan Henderson ist für mich eines der tragischen Beispiele, einer der in seinen Liverpool-Zeiten ein hochgeachteter Profi war, der sich extrem für die LGBTQ-Rechte eingesetzt hat, einer, der auch für Minderheiten ein Auge hatte, der sich immer wieder durch kluge Äußerungen in die Schlagzeilen gespielt hat. Und dann stellt man fest, der geht einfach, er hat wahnsinnig viel Kohle geboten bekommen und eiert jetzt rum, hat zum Beispiel auch zugelassen, dass er auf einem Bild, einem Vorstellungsbild, auf dem er zu sehen war bei seinem neuen Club, dass das schwarz-weiß eingeblendet wurde, damit man die Regenbogenbinde an seinem Im Arm nicht Ernst sieht. jetzt?